Algeninsel, Schilins erster Fall. Niemand vermisst den agilen Immobilienmakler Kandras. Er ist einfach verschwunden. Dann wird an der Ostseite der Lindauer Insel direkt vor der Spielbank die Leiche eines Mannes angetrieben. Seine Hände sind auf dem Rücken gefesselt und bald stellt sich heraus, es handelt sich um jenen Kandras. Während seiner Nachforschungen stößt Schilin auf eigentümliche Familienverhältnisse und auf düstere Ereignisse im Umfeld des Geschäftsmannes. Macht, Gier und illegale Immobilienspekulationen bestimmten das Leben des Toten. Auf einsamen Wanderungen mit seinem Esel Ronsin findet Schilin die Ruhe, um über die Lösung des Falles nachzudenken.